Hallo aus dem Wembley Stadium, sagen Manni Beugmann und Frank Buschmann. Also die Atmosphäre im Stadion, da stellen sich ja die Haare senkrecht, da geht doch einfach nichts drüber. Und das werden Tausende von Fans genauso sehen, Mann. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Sofort abgezogen und... Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Ball im Aus, gibt Einwurf. Oh! Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen flanken Ball. Schuss und gehalten zunächst. Ist drin! Wer so viel besser spielt und sich Torchancen erarbeitet, der kommt eben früher oder später zu seinem Treffer. Das hat sich hier schon deutlich abgezeichnet. Wir können hier an dieser Stelle mal über statistische Wahrscheinlichkeit sprechen. Ich habe das erwartet, das hat sich angedeutet. Ja, das ist ein Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Das ist gepatzt, dem Stürmer auf dem... Achtung, lässt! Den hat... Und was für ein Tor! Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Sport. Ein toller Pass, das könnte... Und er ist drin! Die sind gut drauf und schießen noch ein Tor. Und jetzt ist es vorbei für den Gegner. Ja, das wird, wenn es so weitergeht in dieser Situation, wird das ein richtiges Schützenfest hier. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Was? Guck mal hin! Und schon wieder schlägt es bei ihnen ein. Sie haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, wie es scheint. Ich glaube, da bahnt sich sowas wie eine Demütigung an. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier so eine Situation haben. Die Partie ist gelaufen. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Ein Versuch der Balleroberung. Die Geschichte Real Madrids wurde immer von der Rivalität zum... Toll, wie er das macht! Und der Ball erzappelt im Netz! Und jetzt wissen wir, warum er Mannschaftskapitän ist. Er macht das Ding. Absoluter Chef auf dem Platz. Und wenn es drauf ankommt, zeigen, hier, ich mach's. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Bale. Klare Sache, Freistoß.
gemacht. Jetzt zieht er ab. Und da ist das nächste Tor. So langsam wird es richtig peinlich für den Gegner. Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Ein Dreierpack. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. James Rodriguez, Sergio Ramos. Der Schiedsrichter legt sich fest, es gibt Freistoß. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt es und das kann noch richtig bitter werden. Oh, das ist jetzt aber schon... Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Cristiano Ronaldo. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Und wieder zappelt der Ball im Netz. Heute wird es ihnen aber auch leicht gemacht. Wow, den hat er aber wirklich reingezimmert von da draußen. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor. So langsam wird es ein bisschen sehr einseitig. Und er versucht es mit dem Kopf. Das grenzt ja jetzt an eine Demontage. Das ist der nächste Ball, der hier den Weg ins Netz findet. Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Und da fliegt er wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen ein Superkopfball. Und... Oh Gott, war das einseitig. Wie schnell war da die Spannung raus in dieser ersten Halbzeit? Wir warten noch. Der zweite Durchgang läuft. In der ersten Halbzeit haben sie den Gegner klar beherrscht. Schauen wir mal, ob das auch für die zweite Halbzeit gilt. Schön mutig aus dieser Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe, für den Keeper überhaupt kein Problem. Einwurf jetzt. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, dann wollen sie einen Wechsel vornehmen. So, da bin ich mir... Der könnte passen! Gehalten, aber noch heiß! Ja, das war einfach mangelnde Konzentration.
hat den Ball sofort verarbeitet. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Die Zuschauer waren schon aufgesprungen. Die meisten hatten den Ball schon im Tor gesehen. Ein Versuch der Balleroberung. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Marcelo. Dreimal hintereinander am Stück, der klassische Hattrick. Super. Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Ja, das ist... Jetzt ist er vorbei. Ja, jetzt ist er frei. Und was für ein Tor. Die drei Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht's so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau noch mal hin, Manni. Da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Da kann der Keeper relaxen, es gibt Abstoß. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Flanke kommt gut. Sofort abgezogen und... Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Achtung! Den hat er super gehalten. Das muss man mal klar sagen. So, die Fans schauen noch mal etwas genauer hin. Es gibt Eckball. Versucht's per Kopf. Tja, der Sieger stand heute früh fest. Das war eine klare Angelegenheit. Jeder im Stadion hat's gesehen. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände. Aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. Ja, definitiv. Und auf der anderen